Jawohl. Du musst auch auf Play drücken. Läuft doch. Ach, wo muss ich auf Play drücken? Auf die. Ach so, das läuft schon. Das Ah, ist es läuft nicht. schon. Wo muss ich auf Play drücken? Nee, nirgendwo. Hier läuft, bei Hier dir meine ich. läuft Was ist. beides gut, ne? Läuft das denn jetzt auch geschickt? Was ist denn dieses Symbol hier? Was heißt das? Was meinst du? Hier dieses. Was steht da? AF oder was? Autofokus bestimmt, oder? Ach so. Was okay, jetzt wird es ja nicht mehr unscharf, weil das. Ja. Das sieht gut, ist gut mit dem Licht. Okay. Ach so, ja, wir müssen ja noch anstoßen. Ist das besser? Warte. Ja. Herzlich willkommen jetzt hier zu der Live-Schaltung vom Spiel Darmstadt gegen Würzburg. Die erste Live-Schaltung überhaupt im VdFB ist nicht ganz live, sondern mehr in Ist Form auch eines nicht Let's Plays. die erste Live-Schaltung im VdFB. Ja gut, aber mit Facecam schon. Ja, Ne? ja. Falls wir das technisch hinkriegen, dass die Facecam da unten eingeblendet ist, ich denke mal schon, ich habe mich da eben schlau gemacht Belesen. und wir werden das ausprobieren. So, der Gastgeber stößt das Bild an, das Bier an. Ja. So, offizielle Getränkelieferant der Würzburger Kickers und von Eintracht Trier Herr und Müller, auf ein gutes Spiel. Prost auf, Prost. viel Erfolg, viel, viel Viel, Glück, viel viel Danke. Glück, ja, Viel und nicht Erfolg viel und Erfolg, Glück. ja. Wieso bist du jetzt nicht ganz im Bild? Ich, was? Wieso? Ich bin noch Du im bist ein Bild. bisschen Soll außerhalb. ich ein bisschen zu dir rutschen? Das gefällt dir, ne? Naja. So, das muss in die Mitte. So, jetzt ist das in der Mitte. Jetzt muss ich ein bisschen weg und du noch mehr in die Mitte. Oder das Handy noch mehr in die Mitte. So, passt jetzt? Nee, ich bin zu groß auf dem Du Bild. hast jetzt gesagt, du bist so doof. Zu groß, Junge. Ja, Geht's schon das los? kann man jetzt leider nicht ändern. Deine Größe, Körpergröße, das ist so. Das stimmt natürlich. So, Alles klar. Anstoß. Diesmal nicht Online-Freundschaftsspiel. Es ist ja nicht online, sondern auch offline. Ja, ich gehe schön auf Ach, die Gastseite, warte ne? mal, hast du, das Spiel läuft ja, ne? Korrekt? Das ist die Aufnahme vom Spiel läuft, ne? Ich würde nur noch checken. Läuft hier. Sehr gut, dann kannst du es mal wegmachen. Ja. So. Also. Das hier muss dann hier nochmal, das muss rausgeschnitten werden. Das darf keiner sehen. So, Paradenhilfe. Analog-Sprint ist doch Wieso darf gut. das keiner sehen? Gibt es da spezielle Regeln im VdFB eigentlich Nein, oder? das ist nur Darmstadt intern. Das Darmstadt darf intern. keiner. Ja, Das das muss wird man. natürlich zensiert, Ja, ja. ich hoffe doch. Aber du solltest die Klappe halten, weil der Ton wird vielleicht nicht zensiert. Ja, Und das kann sie auch rausschneiden. gucken wir mal, ja. Gucken wir So, mal. ich So. will ganz entspannt. Nee, das machen wir jetzt heute nicht. So, aus, FIFA-Trainer aus. Auto wechselt, ja, okay. Welche Kameraeinstellung hast du? Tele? Können wir gleich nachgucken, oder? Sehr gut. Ach, ich muss jetzt Nachschau nehmen. Was ist denn Nachschau? Menschen, doof. Wieso gibt es hier nur. Ach, das ist in die Ligen, ne? Ach, bin ich doof, ey. Unsicherheit, als hätte er noch nie FIFA gespielt. FIFA-Neuling. So sieht das Wieso aus. hast du das ist dein Team bestellt? Also, ja, diese Farben, ne, die sind halt echt schlimm, ne? Daran muss ich mich erst gewöhnen. Ne? Dieses Blau-Weiß, das ist so eine Sache, Ja, ne? also. Darf man es verraten, Schwierig. dass für einen Fan du im echten Leben bist? Ja, Darf man schon. verraten, er ist im echten Leben Dortmund-Fan? Das kann natürlich hier auch zu Interessenskonflikten führen, aber was kann nicht zu Interessenskonflikten führen, wenn man VdFB-Admin ist? Ja, da kann alles Ja. So, zu. das hier ist. So. Das hier ist schön. So, ich stelle die Aufstellung der Würzburger Kickers vor. Im Tor haben Tor wir. mit eins! Ich bin zuerst dran, ich Entschuldige. bin Gast. Theoretisch. Also, im Tor haben wir Jan Zimmermann aufgestellt, wie Sie sehen können. Nun darfst du den Vornamen sagen. Jan? Oh, Schlauch! Ja, die Heimfans wieder. Jan im Tor, Zimmermann. Rösner. Oh, Schlauch! Arschloch. Rösner und Zeiger, die Innenverteidigung. Sulu Oh, dazwischen Schlauch! irgendwie zur Absicherung, keine Ahnung. Boateng und Adrian, die Mopping. Doppel-Sechs. Dorda und Quiring, die beiden äußeren Au Ja, Außenverteidiger. die letzten Quirin das spielen, obwohl er unter dem Zwerg steht.
total schwierig. Ist das nicht erlaubt, ist natürlich erlaubt. Aber weil Werner halt noch nicht da ist, weil Patches gibt es ja erst, wenn Hoffenheim wieder spielt. Ja. Deswegen. darf man das sagen? Darf man das sagen? Nicht? Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Sehr gut. Und im Sturm Nico, Judith und Alex Riedel. So, die Aufstellung von Darmstadt 98 wird Ihnen präsentiert von Bitburger Radler und von Aufstellungsvorsprecher Kevin Dubic, bitte. Ja. Ja, die Aufstellung sieht man ja hier. Esser, Hilfler, Bülow, wie heißt der? Dom, Kiesewetter, Pungenberg, Höfler, Heller, Zegin, Albay, Albaraik und Herr Stippermann. Falls ihr die nicht kennt, macht nichts. Ich auch nicht. Okay, wir wollten noch auf die Spieleinstellungen gucken, damit wir gucken können, ob das alles regelgerecht ist. Ja. 6 Minuten Legende. Ja. Stadion. Ja. Stadion des Lichts, ja. Stadion. Schnellwechsel ausblenden oder ein? Ich wechsle nicht schnell aus. Also für Darmstadt gibt es auch keine. Spielbedingungen. Was nehmen wir da? Nee, die muss, glaube ich, oder? Muss man eigentlich Sommer? Nee, Sonne. Zufällig? Muss? Nee, zufällig, doch, ich glaube zufällig. Lass mal zufällig. Ja. Und Tageszeit abends? Kannst du ja eben so auswählen, wenn zufällig ist. Ja, also was stellen wir ein? Nein, zufällig. Sommerabend. Nein, zufällig. Aber ich will ein Abendflutlichtspiel. Ja, dann mach halt ein Abendflutlichtspiel. So, nicht, dass das Strafpunkte gibt. Aber ich glaube, das ist nicht erlaubt, ne? Weil man das online gar nicht einstellen kann. Das ist korrekt. Aber offline kann man es ja einstellen. Ja, aber da gibt es keine klare Regelung für. Siehst du, also geben wir nichts Illegales wie mit dem Boykott des Hoffenheim-Spiels. So. Sonst ist alles richtig eingestellt, weil zufällig Geschwindigkeit schnell, ja? Was? Geschwindigkeit? Normal. Normal. Das ist richtig. Platzabnutzung stark? Nee, obwohl in Darmstadt hat, ist wahrscheinlich stark, ja. Rasenmuster? Gibt es immer ein normales Standard hier? Ja gut, aber Regen nicht, oder? Schauer, was? Schnee? Gestöber? Ich bin ja für zufällig. Heiter? Ne? Wo ist zufällig? Gibt's nicht. Nee, weil da musst du oben bei Wetter Heiter? Zufällig machen. Also Flutlicht. Wer spielt denn bitte um 22 Uhr? Das ist das Topspiel, Junge. Muss man hier schon 20:30 Freitagsspiel. Also auch noch Flutlicht, ne? Aber nee, kommst du hier 18:30 Samstag. Wieso ist da immer noch Flutlicht? Ja, weil. Ja. Ja, 17:30, so. Das ist so das Topspiel der dritten Liga, kann man sagen. So, auf geht's. Was ist mit den anderen Einstellungen? Ja, die sind wunderbar. Safe? Ja. Kannst du mit der Kamera spielen? Was? Der Kamera? Du wolltest doch nach der Kamera gucken. Ach so, Kamera. Standard. Spielst du immer Standard? Ja, und du? Ich hab so eine eigene. Oh. Aber hast du schon mal Tele gespielt? Das ist so. Nee, komm. Ist das okay? Ja, theoretisch. Hat er im Online-Modus, das ist natürlich der Vorteil, jeder hat eine eigene Kameraeinstellung, nicht eine Einstellung. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt gibt es hier schon wieder Manipulationsvorwürfe. Nein. Ich lasse mich ganz offiziell darauf ein, auf Kameraeinstellung Standard. Und alle haben es gesehen, aber keiner sagt was. Versuche genau. Die Würzburger ein bisschen zu penetrieren. Ich versuche Gegenteiliges, selbiges bei dir, ja. Bei mir? Richtig. Wieso personalisierst du? Was ist mit dir? Weil du der Alleinherrscher bist von Trier, von Darmstadt. Schwulenliebe ist okay. Köln und der BVB. Okay. Ja. Geht's los? Schiedsrichter Ansgar von Darmstadt. Wieso steht da Erster und bei dir Zehnter? Ich weiß doch nicht, was der Transfermarktleiter da in dem Patch alles einstellen kann. Ist ja auch nicht schlimm, weil Darmstadt auf 1. Klingt schon mal gut, sag ich mal. Ja. Unrealistisch, aber gut. Aber gut, ja. So, dann. 1-1 Mainz. So, das machen wir das ja auch für die Fans, oder? Was? Ja, machen wir. Und mal. Es wird was nichts... Was musst du tun? Achtung, hier, konzentrier dich. Es darf nichts im Spiel nichts wegdrücken, ne? Keine Grafik, keine Wiederholung wegdrücken. Hast du das eigene Tor gelenkt? Ja, bin ich blau oder rot? Ich bin rot, ne? Ja. Okay. Nichts wegdrücken, gleich jetzt. Ja. Alles laufen lassen. Ja, alles laufen lassen. Ey!
Du hast das weggedrückt, du Arschloch. Ja, dann müssen wir nochmal neu starten. Ist das erlaubt? Ja, das ist erlaubt. Ja, muss ja für die Video-Highlights. Spiel. Also warte mal ganz kurz. Ich wollte mich gerade gucken. Ich habe da gerade eine... Also sind die Einstellungen jetzt doch nicht gut? Mir ist da gerade was aufgefallen. Ihr habt gesehen, er hat das einfach weggedrückt. Also müssen wir neu starten. Neustart. Darf das überhaupt passieren? Das darf alles passieren. Sagt der Ligaleiter. Ton? Bisschen lauter vielleicht? Oder... Oh, das ging nicht so schön. Dann doch aus. Da wird eher Musik reingeschnitten am Ende. Achso, ja, dann kann ich mal ganz offiziell noch in die Hand geben, Freund. Grüße dich. Ach, grüße dich auch. Alles Gute fürs Spiel, ja? Alles Gute fürs dir. Spiel. Ist schön mit dir. Ja, Fanfreundschaft und so, ne? Ja, gehen wir mal nicht so weit, ne? Ja, nach 2 Minuten im Spiel schreien eh beide Fangruppen, fickt euch, ihr Hurensöhne. Die Outtime erstmal nach der Nachbarleute! Die haben sie ja schon gesehen. Willst du dazu noch was sagen? We are the world. We are the Hymne. Hier die Aufstellung der Würzburger Kickers. Manager Steven Schmidt steht da. Ist natürlich Frederik Müller. Zum Moment Rösner, Solo Zeiger, Boateng, Adrian Dorda, De Jong, Kiering, Judic und Riel heute für die Tore verantwortlich. Auf geht's, Hauptstadt, und Siegen! Ich dachte, du bist als Trainer hier. Du hast dich extra locker angezogen, ohne Fankleidung. Da sehen wir, wie sich die Mannschaft von Darmstadt 98 warm macht. Darmstädter Jungs, Darmstädter Jungs, wir sind alles Darmstädter Jungs, Darmstädter Jungs, Darmstädter Jungs, wir sind alles Kickers, 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 wir sind ein Kicker. Wir sind ein Kicker? 11 Kickers sind besser die? Als ein Städter. Wo kicken die denn ein, wenn die einkickern? Ja, ins Tor am besten, ne? So. Spielleitung Ansgar von Auenstein aus Deutschland, zufällig hier in der dritten Liga. Auch selten. Und die Würzburger gehen zum Einwurf, zum Anstoß. Hast du das weggedrückt, du? Nein. Okay, nichts wegdrücken. Okay, auf geht's. Das Spiel beginnt. Richtig. Stellst du dir. Hör mal! Ist ja schon bewusst, dass ich das sehe, was ja. Und ist das Spiel gewonnen, dann kann man es verstehen. Oh! Oh! Ah, Riedel zu langsam an der Stelle. Aber die Flanke kommt nochmal rein. Esser an der Stelle. Keiner kann es besser als Esser. So wird das doch gemacht. Giesewetter auf dem rechten Flügel. Nochmal raus auf Stiepermann. Stiepermann mit der Flanke. Die geht lang. Keiner kommt dran. Zu lang, ja. Zu lang. Das war wohl nichts. Das war auch nichts. Ärgerlich. Ärgerlich. Dann läuft man den Ball hinterher. Abgeblockt der Versuch. Da hat er geklärt, die Flanke abgeblockt. Kommt diese Wetter. Oh! Alter! Zimmermann ist da. Was ist denn mit ihm los? Ah, das war nicht so gut, ne? Nein! Sehr löblich, dass du den Ball gerettet hast. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, der geht zum Einwurf. Alter, das ist
Habe ich. Dabei Hallo? Gespielt, Junge! Was? Nee, nee. Nee, nee. Der Kieselwetter. Mir muss zu viel laufen, das ist nicht gut. Positionsspiel ist nicht so gut, gerade. Nee. Bei beiden natürlich. Schön. 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 Nein! Da wollte er flanken, hallo? Schicken runter jetzt! Ah. Raus mit dir! Ach, da war doch ein Offensivfoul. Da kriegt doch keiner Geld für so ein Offensivfoul hier. Was ist denn da los, Nico, Junge? Hauen guck sie an da! Was Bilo, ist das denn? Bilo umgebügelt oder was? Umgebügelt. Der Captain, da setzt er das Zeichen für seine Mannschaft. Hier geht wieder was. So. Das war grandios schlecht. Da ist Judith da, den muss der Verteidiger aber auch haben. Ja, sowas Dummes haben wir selten gesehen. Ne? Nikola Judith. Das war wirklich. Also grandios dumm, ne? Alessandro Riedl an allen Toren weiterhin beteiligt, aber den muss der Bülow doch haben. Haben wir schon mal sowas Dummes gesehen? Ja, Bülow, der hat natürlich Angst vor Djuric, weil er gerade eben schon umgenietet wurde und deswegen konnte er da nicht so hart rangehen, vermutlich. Alessandro Riedl, Sie haben diese schöne Flanke von ihm gesehen, Alex Riedl. Ja. Mann. Da ist aber gar keiner mit, ne? Er ist ja nur am Treten, Junge. Würzburg, Regio-Fußball wieder. Harter Regio-Fußball wieder. Alter! Der war doch schon drin! Der Jong, Junge! Können wir das nochmal angucken, bitte? Der Jong? Was macht er? Hier! Was soll das? Das ist eine Hand, Junge! Ach, das war. Das ist ein Handspiel! Alter. Was ist denn hier? Das war unfassbar! Können wir das nochmal sehen? Also, das willst du nicht sehen, dein Handspiel. Ja, ne? Sollen wir das nochmal angucken? Ja, komm, du kannst da jetzt die Sofortwiederholung machen. Ja, komm! Ja, komm, mach mal an! Komm, machen wir an. Alter! Das gibt's doch nicht. So. Billiges Handspiel. Gucken wir uns das nochmal an. So. Warte, kann ich das auch machen? Ja, warte, lass mich machen. Ja, komm, bitte. Guck mal hier. Hier ist Freistoß, der hat geschossen übrigens, ne? Al-Bayrak. Pass der auf, Zehner. Jetzt läuft er jetzt zum. Super Zeit übrigens. Hat der Jong den Geistesblitz und rennt zurück. So. Also guck mal, ich möchte nur schon mal sagen, hier, ne, da Ball, ist natürlich Arm. Die Frage, wie geht der Jong da überhaupt zum Ball? War das insgeheim? Ach, warte. Wie geht der da? Wieso ist der Arm so weit oben? Wieso geht er so guck zum mal, Ball? Guck mal, was ist das denn? Das ist komplett unnatürlich. Sowohl der Laufweg, der Sprung und die Handbewegung. Können wir es mal sehen? Hätte Zimmermann den Ball gehabt, können wir uns das nochmal angucken? Hätte Zimmermann den gehabt? Ja, sicher hätte er den gehabt. Oder mal schlecht geschossen. Guck da, Zimmermann hätte ihn locker gehabt. Also schön. Elfmeter, ne, hier Handspiel und so, pass auf, ja. Kannst du das mal sehen, hier dein unfassbares Glück hier, das gibt's, also das ist ja schon wirklich frech, ne? Ja, also da wie der... Da schenke ich und wäre doch noch beschissen, da. Da spielt er den UPS-Boten, ne? Das ist noch klar. Da spielt er den UPS-Boten. So, das, wie Topo würde, das gibt Strafspiel jetzt, ne? Macht er ihn, Alter, macht er seinen Trikotsponsor würdig, UPS? Zimmermann ist das da. Das ist der schon wieder. Jo, scheiß FIFA-Version, ey. Also früher war alles besser auch. Sagt er sowas? Ey, sagen es doch. Alle sagen das. Jo, scheiß Badge und. Alle sagen immer das. FIFA so, Hella.
De Jong wurde da wieder getunnelt. Der ist nicht gut drauf, der De Jong. Zimmermann ist da. Erste Torschuss für die Darmstädter. Da deuten sie die Ecke kurz an. Boateng ist da. So eine Kacke. Das ist so schlecht einfach. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren jetzt hier. De Jong, der hat heute keinen guten Tag, aber das war eine gute Möglichkeit an der Stelle. De Jong? De Jong, ja. Der, was hast du denn jetzt gemacht? Der Megatransfer, gucken wir uns das nochmal an. Du solltest nichts wegdrücken für die Zuschauer, die wollen alles sehen. Der hatte doch schon Geld, jetzt runter mit dir! Du, aber was hab ich denn duschen, gemacht? Duschen, duschen, was hat der denn da gemacht, der duschen, Nico? Duschen. Was hat der. Ey, nix wegdrücken hier schon wieder. Ach, der Bülow. Den will er aber auch haben, der Bülow. So, Junge. Sehr krasser Schiri wieder, den die Würzburger hier zugelost bekommen. Junge! Er hat doch Ball gespielt hier von Rössner. Das gibt's ja gar nicht. Wie frech das ist. Er fällt ja auch einfach so, weil er zu doof zum Laufen ist. Ja, wie der Bülow vorher 20 Jahre, wo der lebt, weil er hat vergessen, wie man läuft, ist jetzt einfach hingefallen am 16. Ja, wie der Bülow die ganze Zeit. Ne? Eigentlich guck, hätte... Das ist ja schon frech. Er ist ja schon wieder... Wir gucken nochmal auf die Statistik, dumm bitte. Bin. Ehrlich. Gott, oh Gott. Ah, mehr Schüsse, ja. Ballbesitz hast du auch. Mehr Zweikämpfe ausgeglichen. Fouls 5-0 für Würzburg, ja. Das kennt man auch. Gelbe Karten, rote Karten, jeweils eins. Derselbe Spieler dafür verantwortlich, der heute wieder übermotiviert war, das Tor gemacht hat, aber jetzt eben nicht mehr dabei ist. Hat er seiner Mannschaft aber den Dienst erwiesen, das Tor zu schießen. Das ist auch Verletzungen eine bei Darmstadt, das war, das haben wir gesehen. Als ein umgelegtes Tor. Ecken 2-0, Schussgenauigkeit bei den Kickers wieder nur bei 50%. Ja, das ist nicht gut. Und ja, nicht viel passiert, Albayrak verletzt. Und Djuric wieder an allen Aktionen beteiligt. Wenn du jetzt noch ein Tor schießt, dann ist die Serie gerissen, ne? Was? Dann ist er nicht mehr an allen Aktionen beteiligt. Na, aber Riedl ist doch an allen Toren beteiligt. Dann muss man gucken, dass er auch noch eine rote kriegt. Arschloch. Kriegt der eigentlich auch dann Sperre, oder wie ist das? Ja, 10 Spiele Sperre. Das muss der Ligaleiter dann selber entscheiden, oder wie ist das? Und das wären dann 10 Spiele. Ja. Hast du diese Entscheidung schon getroffen? Alter, warum schieß ich denn dann nicht mehr an? Ja, jetzt. Das ist aber verstummt, ne? Hast du auch wieder. Nimmt er den nicht, ne? Wieso? Nein, Junge! Was machst du denn da schon wieder?
Controller. Junge, Junge, Junge. Da hat er sich zu sehr gefreut ich beim Torjubel. Ich lege das an, ich freue mich nochmal. Eskaliert. Ey, du Arsch, Junge. Ja, Sie sehen, Zimmermann, Torwartfehler. Wir gucken uns das jetzt nochmal in der Wiederholung an. Das Tor für die Darmstädter nach nicht mal einer Stunde. Hier, da wird er zu wenig bedrängt und dann steht er da in der Mitte frei. Zimmermann gegen die Laufrichtung, Al-Bayrak, der Zehner. Diesmal trifft er, den Freistoß konnte er nicht machen. Dieser Schuss ähnlich schwach, aber Zimmermann noch schwächer. Das ist eben Regio-Fußball, da muss man dann auch damit leben können. So, hervorragend, Herr Alba. Sehr gut. Oh, die Alba. Ja, sehr gut. Der Mann mit der 10. Richtig. So. Eieiei. Die Situation verbessert sich nicht mehr. Ja, die Würzburger wieder mit Angst vor der nächsten Klatsche. Alter. Lauf da nicht weg. Ja, Riedel läuft da weg. Spielt dafür den Fehlpass und alle Angst. Wieso kriegt er denn jetzt? Na, auch gut. Ja, Riedel ist ja von seinem Sturmkamerad alleine gelassen. Deshalb, ja. Ja. Alter, Abseits hat. Abseits wird da angezeigt vom Schiri. Schüsse Darmstadt 8, Würzburg 2. Der ist leider völlig unwichtig, solange er da 1-1 steht. Ne? Alter, das ist doch jetzt nicht. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Dass der da nee. So vertreibt. Aber das ist eben Regionalliga. Sehr gut. Würzburg, komm hoch, Junge. Auswärts. Komm, Würzburg. Die Auswärtsstärke, Junge. Go, go. Quiring, Junge. Wow. Gerade Esther, ey. Halbe Mio ist ja das wert, da wird wieder diskutiert. Ach, ja. Ich würde ja auch eine Million geben, ne? Glatt. Also, fast. Also eher nicht, aber. Ja. Da ist doch wieder kein Mensch. Riedel allein gelassen natürlich von seinem Sturmpartner. Oh Mann, oh Mann. Ist dann die drei, die da hinten drin stehen, die haben jetzt auch schon Feierabend, ne? Da ist auch nichts mehr. Alter. Da ist er mit dem Arsch dazwischen. Mit dem Arsch. Sollte der Ball gar nicht hingehen, Schiri. Hab ich. Hau ihn um. Siebzigste Minute, Darmstadt mal wieder, Würzburg mal wieder in Rückstand geraten. Traumtor. Mal wieder der Gegner mit viel Dusel. Werden sie jetzt auch wieder 9 Duseltore schießen wie Gladbach. Ja, auch für die Darmstädter. Das ist ja auch schon öfters der Fall gewesen. So. Das kennt man ja nicht anders in Würzburg. Würzburg. Und ja. Wie dumm man bestimmt aussieht beim Spiel, ne? So einen leeren Gesichtsausdruck oder so. Willst du nicht mal gucken, wie du aussiehst beim Spiel? Guck dir mal die ganze Zeit auf die Kamera, wo du willst. Halt die Klappe jetzt, ja. Schön! Alter, nicht schön.
Transformer ist da. Weg. In der 81. Spielminute. Willst du nochmal wechseln irgendwie oder so? Nee, nee. Ja. Keeper, aufpassen. Hervorragend. Was ist denn hier los jetzt? Mal mich nochmal spannend machen. Den Deckel draufsetzen. Der Giesewetter. I Touch Zulu mit dem V-Spiel im 16er. Ja. Mit solchen Spielverläufen ist man in Würzburg natürlich schon vertraut. Hätte der Herr Giesewetter einfach drüber springen können, theoretisch, ne? Also auch schon. Aber gut. Ja. Da muss der Eitach Zulu auch nicht mehr so reingehen, ne? So. Da ist doch klar. Ne, komm. Ah, das müssen wir ausschalten. So. Achso, und du darfst das jetzt nicht sehen, ne? Okay, pass auf. Ist doch eh dunkel gestellt. Aus! Aus! Das Spiel ist aus! Die Entscheidung ist gefallen. Schafft Darmstadt das Wunder von Dortmund? Das sah gut aus. Das sah gut aus. Ja! Vorbei! Die Schuhe sind abgenutzt. Herr Esser jubelt. Herr Esser jubelt. Die Kickers müssen nachher alle wieder drei Stunden laufen. Nur Eitan und Frederik Müller. Keiner jubelt. Keiner jubelt. Al-Bayrak, 4 Schüsse, 2 Tore. Ja. Weil das auch recht gemein ist. Ja, schade, dass man von dir keine Spieler kaufen kann, sonst würde ich den natürlich holen. An der Stelle. Ja, der hat mich überzeugt, der Spieler. Ja, bist du, ich weiß nicht, er ist auch bestimmt schon 44 Jahre alt und. Ja, aber er macht seine Tore, ne? Ja, das stimmt. Er macht hier seine Tore, das ist schon gut. Nicht. Das ist schon gut. Und wir gucken uns jetzt nochmal die Highlights an. Riedel auf Djuric. Das 1:0 gewesen für die Kickers. Ja. Da war natürlich die Freude riesengroß, aber das sollte, wie man es bei den Kickers gewohnt ist, nicht lange dauern. Hier Zimmermann wieder mit einer Glanzparade. Zimmermann. Aber wie so oft musste er wieder hinter sich greifen. Hier nochmal. Den hätte ich dir gegönnt übrigens in der Regen. De Jong hätte das 2:0 machen können, der hatte schon in den letzten Spielen verdammt viel Pech. Schon gegen Aue. 2 Pfostenschüsse gehabt und dann hier diese... Ja, Unsicherheit von Zimmermann, aber die Abwehr auch wieder schlecht sortiert. Ja, Momentumvorwürfe gegen FIFA kann man sich an der Stelle, glaube ich, sparen. Hier Stiepermann, schön gegen die Laufrichtung von Zimmermann wieder. Ja. Ich habe da noch 2 Torwartleute, die du dir angucken kannst. Vielleicht ist da einer bei. Ja. Hits und Flecken. Einer und dann kann gehen. Das Foul von Eitaj Zulu, das dann den Braten nicht mehr heiß gemacht hat, aber natürlich dann...
die Entscheidung gebracht hat und Alba Yarak seinen ersten Doppelpack für Darmstadt unter Neutrainer Kevin Lubic beschert hatte. Dann hier nochmal die Großchance für die Würzburger Kickers. Da hat Esser glänzend reagiert und natürlich muss man dazu sagen, dass Würzburg eine Halbzeit in Unterzahl gespielt hat. Ja, gucken wir nochmal einen Blick auf die Statistik. Das ist hier. Ja, Schüsse 12 zu 6 natürlich. Verdient für Darmstadt ohnehin, wenn man die Statistik sieht, ja? Ich finde die Statistik, sie gibt nicht das Spiel wieder. Ja, es war eigentlich schon relativ ausgeglichen. Würde ich auch sagen. Aber gut, zwei Kämpfe 11 zu 10, da sieht man die Ausgeglichenheit. Fouls 0 zu 7, das ist man bei den Kickers gewohnt, weil man halt Regionalliga-Fußball noch lebt. Er klebt auf den Gretchen-Tasse. Ja, gelbe Karten, Sie haben es gesehen, Aytac Zulu hatte sich dann noch eine geholt. Verletzungen eine bei Darmstadt, abseits Darmstadt einmal, ja. Ecken 3 zu 1, ja. Wie das Ergebnis? Ja. Schussgenauigkeit bei Darmstadt 83%, bei den Kickers mal wieder schlecht, 66%. Da müssen ja die Würzburger auch noch dran arbeiten, dass da die Schussgenauigkeit, wobei der Jong halt auch sehr viel Pech hatte, mal wieder. Ach stimmt, nicht viel fehlt auch. Ja, gegen Aue schon zweimal den Pfosten getroffen, der Jong, und jetzt wieder knapp vorbei. Schafft es zumindest immer wieder in die Highlights, also... Ja. Wollen wir nochmal Spielerbewertung gucken? Passgenauigkeit 77 zu 73, auch das sehr ausgeglichen. Hier sehen wir nochmal, es gab nicht viele Highlights, muss man sagen. Das war eigentlich vom Aufbau her wie ein Spitzenspiel, wer den ersten Fehler macht, verliert. Vom Aufbau her wie ein Spitzenspiel, aber dann wurde es doch ein Grottenkick. Ja gut, Abstiegskracher natürlich für Würzburg. Noch nicht richtungsweisend, da noch die Hinrunde. Wie sieht's aus? Wie steht's denn um Würzburg jetzt? Nach diesem Spiel gibt's da schon, wie ist Tabellenstand? Weißt du den? Aus dem Kopf? Das muss man natürlich sehen. Da gibt's ja im VDFB einige Dinge, die man da beachten muss. Man muss ja erst das Spiel eintragen. Ja. Und dann muss man mal schauen, ne, wo man dann steht. Also vor diesem Spiel stand man ein Platz vor dem Relegationsplatz. Ja. Jetzt dürfte Darmstadt natürlich Würzburg überholt haben. Ich habe 6 Punkte jetzt. Darmstadt hat Würzburg überholt, ja. Würzburg ja 3 Punkte gegen Worms geholt. 4 Spiele, 2 Siege, 2 Niederlagen. Ja, das ist schon gut für Darmstadt, würde ich da mal sagen. Also das, was der Herr hier, der Vortrainer, wo Würzburg halt zweimal gegen Darmstadt gewonnen hatte. Faxe, jetzt, wie ist der gute Mann? Ja. Also so, er heißt nicht Faxe, aber du weißt, er heißt Faxe. Ja, den richtigen Namen wissen wir leider nicht. Aber der Gündo angekauft hat. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle, Faxe. Aus Verzweiflung natürlich, weil man gegen Würzburg in der Hinrunde verloren hatte. Natürlich. Das war, glaube ich, der einzige Hinrundensieg für Würzburg sogar. Das war schrecklich. Damals in der Region. Das erschüttert mich heute noch, wenn ich dran denke. Das nimmt mich mit. Würzburg, die erste Mannschaft, die zweimal gegen die Kickers, hier Darmstadt, hat zweimal gegen die Kickers verloren. Ja. Das ist erschütternd. Wie kann man zweimal gegen die Würzburger verlieren, ne? Nein, das ist schwierig. Ach so, ja, wir gucken ja gerade auf die Highlights. Djuric nach 25 Minuten gelb, eine Minute später das Tor dann gemacht. Mal zeigen, ne? War gelb, alles klar, ich mache jetzt eine Bude. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, pass auf, ich habe jetzt Tor gemacht, ich habe keine Lust mehr. Die Oma kommt heute, Kaffee, Kuchen. Ja. Ich muss nach Hause. Ich gehe in der Halbzeit kurz duschen und dann muss ich gehen, ja. Ja. Ja, ja. Wisst ihr übrigens, wo war das letztens? Ich habe so ein Bild gesehen. Da wurde ist jemand, das war auch so ein Kreisligaspiel. Da wurde jemand ausgewechselt während des Spiels, aber relativ früh. Dann hat er sich eine Wohnung angeguckt, so eine Wohnungsbesichtigung. Kam nach der Wohnungsbesichtigung wieder und wurde wieder eingewechselt. Unglaublich. Also das ist. Also ist schon nicht Einsatz, normal, ne? Für die Mannschaft auch. Ne? Nee, da werden persönliche Interessen in den Vordergrund gestellt und die Wohnung nicht mal vom Verein gestellt, das ist natürlich unprofessionell. Ja, Kreisliga ist halt schwierig, ne? Wohnung stellen und so. Ja, in der Kreisliga kannst du dich ja auch so oft ein- und auswechseln, wie du willst.
Das ist klar. Wie beim Eishockey immer so. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So, sollen wir uns doch mal bitte die Spielerbewertung anschauen? Al-Bayrak, 55. Minute mit dem bringt er, macht er das 1:1. Ja. 73. Minute Stiepermann mit dem Führungstor. Sehr fragwürdig auch die beiden Tore wieder. 89. Alter Gisolo mit dem bösen Foul an. An einem Darmstädter. An einem Darmstädter, ja. Und Al-Bayrak macht dann per Elfmeter sein Doppelpack und den Deckel drauf, ja. Ja. Und wir gucken jetzt auf die Bewertung. Alessandro Riedler, Spieler des Spiels. Spieler des Tages. Ist Stiepermann. Stiepermann, entschuldige bitte. Stiepermann, hat er auch getroffen? Hatte der ja, hat er einmal. Das 2:1. Dieses fragwürdige 2:1, ja. Wo Würzburg sich wieder selber geschlagen hat. Da hat wieder die ganze Defensive nicht gestimmt. Ja, Al-Bayrak hat mir bei dir gefallen, muss ich sagen. Ja? Bülow, zwei Schwalben gegen Djuric. Djuric sieht dann gelb-rot. Das sicherlich sehr fragwürdig gewesen, auf jeden Fall. Aber das ist FIFA, da kannst du ja auch nichts für. Ne? An der Stelle muss das natürlich auch gesagt werden. Wenn Bülow nicht spielt, geht das Spiel ganz anders aus, logischerweise. Dann darf Djuric auch vielleicht zu Ende spielen. Man weiß es nicht. Aber Bülow sicherlich hat diese Bewertung nicht verdient gehabt. So, das kann man sagen. Wie sieht es auf Seiten der Würzburger Kickers aus? Ja, da ist natürlich Riedel der beste Mann. Riedel und Quiring 8,2. Übrigens. Quiring, der auf dem Transfermarkt steht, aktuelles Gebot, ich glaube 450.000 für Kaufinteressierte. Ja, der hatte sogar eine gute Torchance gehabt, aber zu zentral geschossen. Hätte er die besser platziert, dann... Da wäre mehr drin gewesen, sagst du? Aber es ist immer so. Ja. De Jong knapp vorbei, Quiring zu zentral, dann... Dann läuft es halt nicht. Ja, das sind bei Würzburg immer die berühmten Zentimeter, die dann da fehlen, vor allem bei De Jong. So, ich bedanke mich nochmal für das Spiel. Es war schön mit dir. Und... Immer wieder gerne. Das Rückspiel dann... Dann auch, ne? Ja, genau, würde ich so sehen. Erzähl doch mal was. Ne? Heute leider gestern kein Euro-Jackpot gewonnen. Sonst hätte ich mal hier VfB-Rundreise gemacht. Müssen ab jetzt immer die Ligaspiele bei den Leuten austragen. Also. Ja, für den Zusammenhalt, aber bei Hoppenheim wird das natürlich dann auch boykottiert bei einigen. Die verweigern dann die Anreise nach. Ja, das geht ja schon in Richtung Mobbing, das ist ja verboten im VdSB, ja, laut Regelwerk. Man passt auch nicht, dass du SP kriegst. Ja, von meinem Ligaleiter nicht, aber man weiß ja nicht, was da noch passiert. Kinder-Schokobon hier für die Werbung. Ja. Kann man das sehen? Ja. Jawohl. Offizieller Essenslieferant von Darmstadt 98 und der Würzburger Kickers. Heute besonderen Deal ausgehandelt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Darmstadt, da wird nicht so viel live übertragen. Da sehen Sie ihn hier in der Rückrunde erst wieder, wenn er bei den Würzburger Kickers antreten wird. In diesem Sinne, viel Erfolg für die weitere Saison. Hasta luego. Mögest du aber hinter mir wieder erscheinen in der Tabelle. Ja. Und dann sehen wir mal weiter. Ne? Ich habe echt keinerlei... Absichten vor den Stammtrainern stehen zu wollen, aber wenn es so sportlich so ist, dann ist es so. Auch das schöne, wahre Worte von einem VdFB Vorstandsteilhaber. Hört man selten von VdFB Vorstandsteilhaber. So, ich denke, wir sollten uns verabschieden. Wir sollten uns verabschieden, bevor es wirklich in Richtung Mobbing geht, denke ich. Ne? Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen an der Stelle. Tschüss.